ungefähr wieder ein Monat oder vielleicht sogar 2 Monate in der Zeit, wo ich mich gemeldet habe. Aber, jo, Leute, was geht ab zu deinem Video? Es tut dir richtig geil an, wieder eine Kamera in der Hand zu haben. Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Zumindest zu filmen und es ist einfach entspannt. Danke, dass ihr erstmal wieder eingeschaltet habt. Es war wirklich wieder so eine Zeit, die echt viel zu lang her war, wo ich mein Video gebracht habe. Und es ist ja nicht so, dass ich keinen Bock auf irgendwelche Videos habe, Videos zu filmen oder so. Ich habe immer richtig übertrieben Bock, auch wenn es vielleicht nicht so rüberkommt, weil ich nicht so aktiv bin. Aber das Ding ist, mir fällt halt nicht was Richtiges ein, was drauf ich Bock habe. Und das ist halt bei mir schon seit Monaten schon ein richtig großes Problem und das geht mir auch richtig auf den Sack, kann man das so sagen. Ich gucke auch schon ganz viel so durch YouTube durch, um mich inspirieren zu lassen. Also nicht irgendwie Ideen zu klauen, aber halt, dass ich mich von irgendwelchen anderen YouTubern inspirieren lasse. Ey, was ich da so alles finde, ne? Das ist einfach wirklich alles Schwachsinn. Als ich so Street-Comedy-Videos so gedreht habe und so, war alles cool so. Yo, überlegst du dir eine Frage und so, hast ein geiles Video. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich mache jetzt kein Street-Comedy mehr, also nicht mehr so in die Richtung, weil ist halt nicht mehr so meins so. Auf jeden Fall versuche ich jetzt mein scheiß Content endlich mal wieder auf die Reihe zu bekommen, was ich machen will. Bin, wie gesagt, schon richtig, richtig lange am Überlegen, ey. Nein, ich bin schon richtig lange am Überlegen, aber es gibt nur Scheiße. Naja, aber auf jeden Fall, drehe ich jetzt dieses Video und ich hoffe, ihr habt genauso Bock, wie ich Bock habe. Und ich will jetzt einfach mal so sagen, also ich drehe gerade ein Video, ist zwar mal ein anderes Video, aber ich hoffe, es wird trotzdem geil. Message dahinter ist, folgt mir auf Instagram. Ist einmal hier abgeblendet, irgendwo unten. Folgt mir einfach mal da, folgt mir auch mal auf Snapchat. Da bin ich auch aktiv, aber auf Instagram bin ich aktiver. Also gönnt euch da einfach mal ein Abo. Ganz easy. Da haben wir es auch schon, ne? Also, ich habe mir jetzt mal was Kleines rausgesucht. Und zwar ist das so ein Idiotentest. Also da ich selber von mir weiß, dass ich selber sehr oft, also wirklich richtig, richtig oft, also ganz oft. Halt dein Maul. Sachen dumm sagen oder irgendwelche dummen Sachen. Hä? Oder einfach nur Sachen, die gar keinen Sinn machen so. Das sage ich halt richtig ganz, ganz, ganz doll oft. Und da bin ich auch sozusagen in der Gang so bekannt dafür, dass ich halt so der Dümmste bin. Kann man so sagen. Aber ich nehme es natürlich mit Stolz an. Und deswegen dachte ich mir so, ey, warum machst du nicht einfach mal so einen Idiotentest und verarschst dich sozusagen selber? Hä? Was für Selbstverarschen. Ich, ganz, ganz einfach, ich versuche einfach nicht durchzufallen. Wünsche mir auf jeden Fall Glück. Ich weiß nicht, wie es läuft. Ich habe sowas noch nie gemacht, so einen Idiotentest. Es wird safe witzig. Safe. So, also da sind wir auch schon direkt drin in diesem Idiotentest. Ich habe jetzt einfach irgendwas bei Google eingegeben, irgendwie Idiotentest für Idioten. Was, oder irgendein Scheiß halt, ne? Hier ist einer. Ich weiß nicht, ob der gut ist oder nicht. Ich hoffe mal, der ist fett. Und ich versuche wirklich, ganz schnell, so schnell es geht, zu lösen. Aber nicht so richtig drüber nachzudenken. So einfach so, ja, so und so. Du sollst nicht so dumm labern, no! Ihr wisst Bescheid. Ich denke mal, ihr wisst, wie es läuft. Und ich würde einfach mal easy sagen, fangen wir direkt an mit diesem Idiotentest. Okay, also zur ersten Frage. Was ist 1 plus 1 plus 1 plus 1 minus 5 plus 1? Null. Hä? Was sind das für Antworten? Mama, wie viel ist 1 plus 1 plus 1 plus 1? Mama. Hä? Du Labersack. Weißt du, was ich meine? Machen wir mal weiter. Ey, was war das denn für ein Start, Alter? Was? Egal. Was ist das für ein Test? Natürlich ein Idiotentest. Ein Idiotentest für Idioten. Wo ist meine Mama? Ich würde sagen, mach mal einfach mal. Wo ist meine Mama? Nächste Frage. Okay, go. Das ist niemals ein Idiotentest, Alter. Das ist safe irgendwas. Ein Ausspanner-Test oder so. Das ist safe irgendwas zum Ausspannen oder so. Ehrlich, ey, was machst du gerade, ey? Wie? Hä? Meine Mama suchen, weißt du, wo sie ist? Dein Idiotentest für Idioten. Langeweile haben. Meine Mama suchen. Hast du ein Hobby? Ey! Alter! Halt, stopp! Jetzt reicht es! Mathe. Bei meiner Mama sein. Auf den Kopf stehen und lachen. Hä? Ich schwöre euch, das ist kein normaler Idiotentest. Bei meiner Mama sein. Nein, bin ich nicht. Meine Mama ist nicht hier. Matze, auf den Kopf stellen und lachen. Ihr wisst Bescheid! Das gehört halt natürlich auch zu meinen Hobbys. Deswegen musste ich es direkt ankreuzen. Wie bildet man eine Reihe weiter? A, B, C, D. E, F, G, H, G. Und so weiter.
1, 2, 3, 4, ich bin eben meine Mama suchen. Also ich hätte sie echt schon 1, 2, 3, 4 genommen, aber ich würde echt sagen, bin eben meine Mama suchen. Weil ich habe sie immer noch nicht gefunden. So, wie nennt man diese Reihe? Welche Reihe? Alphabet oder auch ABC? Gähn. Punkt, Punkt, Punkt. Zahlenkette. Machen wir mal Zahlenkette. Die wievielte Frage ist das? Schnarch? Die, warte mal, siebte. Hab meine Mama gefunden, Freu. So, haben wir jetzt meine Mutter gefunden? Hab ich jetzt meine Mutter gefunden oder nicht? Natürlich nicht, also Schnarch. Was bist du für ein Lebewesen? Vielleicht ein Idiot? Gähn, tut mir leid, ich bin eingeschlafen. Mensch. Meine Mama war im Keller. Ich hab leider keinen Keller, deswegen kann ich das nicht ankreuzen. Deswegen vielleicht ein Idiot. So, haben wir auch. Idiotentest für Idioten. Ich komm nicht drauf klar. Ich habe noch nie so einen bescheuerten Idiotentest gesehen. Also, wenn das wirklich so ein Idiot... Also, wenn das wirklich ein Idiotentest ist, dann weiß ich nicht, was ich hier mache. Weil das ist zu 100% kein Idiotentest. Nein. Ich dachte so, ja, easy, so Fragen beantworten. So, ja, was ist 5 plus 5 mal 3 oder so? Solche Fragen beantworten, aber... Alter, das kann ich, das ist echt dumm. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Du Labersack. Also würde Sinn machen wegen Idiotentest, dass es dumm ist, aber mir fällt keine Frage mehr ein. Vielleicht kennt meine Mama eine. Kann ich nicht ankreuzen, meine Mama ist nicht hier. Hä? Dann hast du ein Blackout. So, das kenne ich nämlich zu gut. So, und jetzt, Frage 10 von 12. Dein Problem, weiß nicht. Na und? Warum musst du auch einen Test erstellen? Dann machen wir mal... Dein Problem, weil ich habe hier nämlich was zu tun. Wie findest du den Test? Toll, langweilig. Was für ein Test? Was für ein Test natürlich. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das kann man doch echt nicht als Test durchgehen lassen. Testedich.de. Test für Idioten. Klar, danke für deinen Teilnahme. Juhu, endlich ist der Test um. Bitte, welches Ergebnis habe ich? Das möchte ich natürlich wissen, deswegen klicke ich halt direkt da drauf. So, die Auswertung. Und, Idiotentest für Idioten. Zu 42 bist du, bist ein Idiot. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Dann stimmt das wohl. Dann haben meine Freunde wohl recht. Aber lass den Kopf nicht hängen. Du bist ein Hoffnungsloser. Ich dachte, da steht, du bist ein hoffnungsloser Fall. Oh mal. Aber lass den Kopf nicht hängen, du bist kein hoffnungsloser Fall. Mach den Test noch einmal. Den will ich ganz sicher nicht nochmal machen. Nein, doch. Dieses Profil hat ein 8% der 25.293 Quiz-Teilnehmer. Profil A. Du hättest noch das folgende werden können. Zu 42% bist du. Du bist eindeutig ein Mensch mit Begabung. Schließlich hast du diesen Test überlebt. Vielleicht bist du manchmal etwas zu langweilig und zu gemein. Hä? Okay, das ist ja Profil B. Aber Profil A gefällt mir jetzt schon mal, dass sie sagen, yo, du bist ein Idiot. Oder auch, zu 42% bist du, herzlichen Glückwunsch, dass du deine Mama wiedergefunden hast. Auch wenn... Ey, checkt mal bitte Profil C. Oder aber auch... Zu 42% bist du. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine Mutter wiedergefunden. Ach, du mich endlich, ja? Haben wir natürlich nicht, auch wenn du mehr mit ihr als mit dem Test beschäftigt warst. Sind wir einfach mal mit Profil C zufrieden, ist der Beste, weil ihr wisst, ich bin kein Idiot. Oder vielleicht doch. Ey, ich verspreche euch, ich mache nie wieder bei der Seite. Also, ich könnte immer wieder Idiotentests machen, damit ich gucken kann, ob ich wirklich dumm bin. Aber, wie gesagt, dieser Idiotentest, der war einfach nur komisch. Ganz, ganz, ganz komisch. Also, ich empfehle es auf jeden Fall nicht weiter. Auf jeden Fall, jetzt mal ehrlich, was war das bitte für ein Scheiß? Das war so ein Kack. Das war so scheiße. Aber ich habe es trotzdem geschafft mit 42%. Ich bin auf jeden Fall ein Idiot, das steht auf jeden Fall fest, würde ich sagen. Und wir haben natürlich meine Mutter gefunden. Aber jetzt mal ehrlich, es muss doch einfach Menschen geben, die so Langeweile haben und sowas erstellen, so ein Programm. Also nicht so ein Programm, aber so ein Idiotentest. So, hä? Ehrlich, ich check's absolut gar nicht. Das war wirklich richtig... Also, ich bin wirklich sprachlos, kann man das schon sagen. Ganz, ganz, ganz komisch. Ganz komisch. Also...
Damit ich jetzt wieder von meinem Schock wegkomme, vor allem Schock, das ist einfach, ich bin einfach sprachlos. Also ich könnte da jetzt den ganzen Tag drüber reden, aber will ich natürlich nicht. Das ist richtig, richtig reingeschissen, was sie da gemacht haben. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall so, wie es jetzt gestaltet ist, gefallen. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt oder irgendwelche anderen Videos, ach Gott, Alter. Einfach, wenn ihr Bock habt, Videos von mir zu schauen, dann schreibt es einfach mal bitte in die Kommentare. Haut mal raus, wie ihr das Video fandet, ob es langweilig war, unnötig war oder ob es witzig war, es anzuschauen. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert, weil dieser Idiotentest einfach so behindert ist. Ihr könnt den auch auf jeden Fall machen, der ist auf jeden Fall in dem Video. Aber das könnt ihr auf jeden Fall selber auch mal machen, der ist in dem Video auch abgebildet. Ist auf jeden Fall mit einem Link unten abgebildet. Damit sage ich erstmal, was ist mit dem Video? Vergesst mich auf jeden Fall nicht bei Snapchat und auf Instagram zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ist immer noch hier abgebildet. Und Leute, abonniert meinen Kanal, checkt meine letzten Videos ab und haut mal richtig Abos rein, damit ich richtig wieder produktiv Videos ballern kann. Ich habe richtig Bock. Dieses Video hat jetzt schon richtig Todesbock gemacht. Auf jeden Fall, danke, dass ihr angeschaltet habt. Vergesst mich nicht zu abonnieren. Haut da rein, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein, ciao!